Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe von Retro Hunter. Und diese bietet natürlich wieder ein Klassiker und ein Gurkenspiel, aber ich habe mir auch etwas Neues ausgedacht. Denn ich werde versuchen, zu jedem Spiel, das ich vorstelle, einen kleinen Pressespiegel zu erstellen. Das heißt, ich nehme mir eine alte Ausgabe und schaue mir mal den Test so an und zeige euch, wie das Spiel damals so abgeschnitten hat. Und da ich trotz meines recht ansehnlichen Zeitschriftenarchivs nicht jede Ausgabe zur Verfügung habe, unterstützt mich mit scanscultboy.com. Ja, und wir bleiben auch bei komischen Zeichen auf totem Baum, denn in dieser Ausgabe werde ich noch ein Buch vorstellen. Am Ende der Sendung wird noch der Gewinner des letzten Quiz bekannt gegeben. Und diejenigen, die nicht gewonnen haben, nicht verzagen, die sollten in der Sendung einfach mal ein bisschen aufpassen, weil da kommt vielleicht noch das andere Gewinnspiel vor. Also, viel Glück! Ja, und passend zur Jahreszeit geben wir uns jetzt mal ein bisschen in den Schnee und schauen uns Midwinter mal näher an. Im Sommer 1990 erschien mit Midwinter von Rainbird ein Spiel, das es wirklich verdiente, als Open-World-Titel bezeichnet zu werden. Rainbird, ein Ableger der britischen Telecomsoft, wurde Mitte der 80er Jahre gegründet, um Spiele für den 16-Bit-Homecomputer-Markt zu entwickeln. Obwohl Microprose Telecomsoft 1989 komplett kaufte, wurden weiterhin Spiele unter dem Label Rainbird entwickelt, was hauptsächlich an dem guten Ruf des Studios lag. Aber auch hier war es dann Mitte der 90er vorbei und der Name verschwand sang- und klanglos in der Geschichte erfolgreicher Softwarestudios. Aber wir befinden uns ja in den Hochzeiten des Studios und mit Midwinter einer der Titel, die einem immer noch im Gedächtnis blieben. Hauptverantwortlich war hier Mike Singleton, der neben Midwinter noch Ashes of Empires oder War in Middle-Earth entwickelte. Auch heute ist er in der Spielewelt aktiv und war an der Entwicklung von Grid und Fighters Unleashed beteiligt. Wie schon gesagt, kam das Spiel im Sommer 1990 auf den Markt. Zuerst für Atari ST, kurz darauf dann noch für den Amiga und PC. Gespielt wird hier übrigens die Amiga-Fassung. Statt dass der Klimawandel dafür sorgt, dass wir alle mit Cocktails am Strand liegen, wird's in Midwinter eisig kalt. Ein Großteil der Menschheit überlebt das natürlich nicht und eine kleine Gruppe schafft es noch, sich auf eine Insel nahe des Äquators zu retten. Willkommen auf Midwinter. Mit sogenannten Hitzeminen besorgen die Bewohner dafür, dass man nicht schon tiefgefroren wird, sobald man die Tür verlässt. Und das Leben könnte fast nicht schöner sein, wenn da nicht der böse General Master, das ist dieser nette Zeitgenosse, wäre und versuchen würde, die Macht an sich zu reichen. Natürlich ist man da kein Freund von und probt nun den Aufstand. Nein, man organisiert diesen sogar und dafür hat man dann einiges zur Verfügung. Sinn des Spiels ist es, seine Ein-Mann-Armee hier mal etwas aufzupeppen. Und das macht man, indem man sein Team vergrößert. Schauen wir uns mal unseren Hauptprotagonisten näher an. Im linken oberen Teil findet man etwas zur Geschichte seines Charakters, während man rechts das allgemeine Wohlbefinden erkennt. Man hat immer 2 Stunden Zeit, bis man den nächsten Bericht abliefern muss. Wie findet man am besten Mitstreiter? Auf der Karte. Also die gesamte Insel umfasst knapp 160.000 Quadratmeilen. Also es gibt wirklich genug zu entdecken. Ein Navi, wie man es von heutigen Titeln kennt, kann man sich direkt abschminken. Es gibt zwar in der Ego-Perspektive eine Minimap, aber man muss sich den Weg schon irgendwie merken. Ja, und was braucht man für so einen Aufstand? Menschen. Und die müssen natürlich noch überzeugt werden und schließen sich dann einem an. Zum Glück ist der Weg zum ersten Kandidaten nicht allzu weit. Doch Vorsicht! Hier zeigt sich direkt, dass Midwinter einem die Rettungsaktion nicht gerade leicht macht. Gut, es ist zwar nicht so realistisch, dass man jetzt Panzer oder Raketen mit einem Schuss erledigt, jedoch treten die Gegner in regelmäßiger Häufigkeit auf, dass man oft nicht schnell weit genug kommt, ohne schnell in den Sniper-Modus wechseln zu können. Aber lasst uns nun mal Mitstreiter akquirieren. In dem Ort angekommen, kann man die einzelnen Gebäude betreten und hier das Team auch dann vergrößern. Die Person kann dann auch angewählt und gesteuert werden. Je größer das Team, desto höher natürlich die Chancen, das Spiel zu gewinnen. Sehr schön auch dieser Dialog. Wie schon gesagt, die Zeit läuft euch davon und ihr müsst alle 2 Stunden Bericht erstatten. Hier erhaltet ihr dann einen kleinen Überblick, ob ihr den General gerade in seine Schranken weist oder er euch überrennt.
Zum Glück muss man nicht ständig auf Skiern rumdüsen, sondern hat auch das ein oder andere Vehikel zur Verfügung, das einem schneller ans Ziel bringen sollte. Sollte. Denn Midwinter hat einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad, der gerade Anfänger so weit zur Weißglut treibt, dass man mit der Temperatur die ganze Insel zum Schmelzen bringen könnte. Teilweise sind auch die Strecken etwas lang geraten und das ständige Erscheinen von Gegnern fördert ja auch nicht wirklich die Motivation. Vielleicht sorgte auch dies dafür, dass sich die Kritiken der damaligen Redaktion dermaßen unterschieden. Während Midwinter in der ASM zum Hit gekürt wurde, gab es von der Powerplay nur ein geht so mit 66%. Meine Güte, also 66% geht so. Also Heinrich, das war doch nicht wirklich dein Ernst, oder? Oh ja, das war voll und ganz unser Ernst und die Powerplay war ja damals, als es sie noch gab, eine doch recht strenge Testinstanz und wir waren auch immer sehr stolz darauf, dass wir auch bei Spielen, die vorher viel Aufmerksamkeit hatten durch Previews und wo sich alle drauf gefreut haben, dass wir auch da dann doch relativ genau geachtet haben, wie spaßig ist das Endprodukt eigentlich. Und soweit ich mich an Midwinter noch erinnern kann, war das doch relativ öde. Also ich habe jetzt hier auch mal nur den alten Test nochmal angeguckt. Da war ja vor allen Dingen von Michael Hengst. Ich war ja nur so der Beitester. Und das kann man Satz für Satz eigentlich immer noch so unterstreichen. Ja, aber was Midwinter für die Spielewelt ja schon getan hat, also man kann ja wirklich sagen, es ist einer der ersten Open-World-Titel, also wirklich, wo man als Person rumläuft, damals schon eine Idee gehabt, dass das ja so eine Innovation sein könnte oder eher gedacht, lasst es mal weg. Ja, es ist immer so ein bisschen die Problematik zwischen Technologie oder Faszination auf der einen Seite und dann der Frage, macht mir das Spaß auf der anderen Seite? Also cool, unbeabsichtigtes Wortspiel, also cool fanden wir Midwinter schon und wir hatten uns auch wirklich darauf gefreut und wir hatten da eine sehr hohe Erwartungshaltung, weil die Faszination diese Region zu erforschen und diese Freiheiten zu haben, das war ja höchst ungewöhnlich. 1990, es ging gerade so richtig los mit der ST und der Amiga-Software, wo die Computer das auch irgendwie auf die Reihe gekriegt haben, ein bisschen mehr zu bieten als das sonst sehr lineare Spielgeschehen, das man so aus der 8-Bit-Ära kannte. Also das haben wir schon mitgekriegt und wollten das auch irgendwo würdigen, aber es bringt ja alles nichts, wenn du irgendwie feststellst, dass das, was du dann wirklich machst, irgendwie unwesentlich spannender ist, als ein Iglu beim Uptown zuzugucken, so ungefähr. Wirklich eins von diesen Spielen, wo sicher die Vision und die Technologie da war, aber wo keiner beim Entwicklungsteam oder beim Testen irgendwie wirklich auf den Fun-Faktor geachtet hat. Also ich habe ja auch jetzt in dem Pressespiegel so ein einen kleinen Vergleich drin gehabt, wie so mal ein anderes bekanntes Magazin, die ASM, die haben ja einen Hit draus gemacht. Wie war eigentlich damals so die Reaktion dann überhaupt von Microprose, also Rainbird, dass ihr ja diesen innovativen Titel nicht richtig gewürdigt habt? Ja gut, die ASM hat ja, es gab ja nur wenige Spiele, aus denen die ASM keinen Hit gemacht hat, könnte man jetzt etwas boshaft behaupten. Ja gut, also Powerplay war schon, wie dann auch die PC Play, wir waren schon sehr, sehr standfest und auch wenn der Hersteller immer nett war und auch wenn das in den Previews interessant aussah, was für uns halt immer gezählt hat, war, okay, wie ist das fertige Spiel, jetzt wird's getestet und macht das Spaß oder nicht? Und ja klar, gerade bei Midwinter, wo sich Microprose, glaube ich, sehr viel gerade vom deutschen Markt erhofft hat, war die Aufregung groß. Also da gab's erregte Telefonate, also alle waren natürlich ganz freundlich und so, klar, aber mildes Entsetzen und ach, hätten wir das gewusst und überhaupt, aber es bringt ja nichts. Ich meine, ich kann ja nicht als Journalist im Vorfeld mit dem Hersteller meine Wertung ausdiskutieren und die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber auf der anderen Seite haben sie dann auch gesagt, naja gut, Feedback und überhaupt und dann, ich glaube, der Nachfolger, den habe ich aber dann nicht mehr gespielt, der war auch dann etwas weniger schrecklich. Und dann gucken wir halt, dass das nächste Produkt besser wird.
Ja, also der Nachfolger hatte definitiv mehr in der Welt zu bieten, war halt nicht mehr öde weiß, sondern ja in einer Art Karibik. Ja, aber dann danke ich dir trotzdem ja für diese kleine, ja nicht nur Rechtfertigung, auch deine Meinung. Und ja, aber trotzdem hatte Midwinter damals dafür gesorgt, dass sich ja drei junge aufstrebende Künstler rangemacht haben, die Medienwelt zu erobern, indem sie ja schon Vorreiter vor Super Mario Brothers, die ja erst 1993 mit einem Kinofilm rauskam, denn sie brachten mit Hero Kids 1990 schon ein Hörspiel heraus. Und da hören wir jetzt mal rein. Nach einem Tag sind die Hero Kids in 100 Kilometer Entfernung vom Dorf angekommen. Der Colonel gibt Freddy die letzte Anweisung. Also, das bedeutet, wir haben einen Schneeball, damit kommen wir schneller voran. Und die Terroristen sind an der Zahl von 100. Das bedeutet, wir haben eine Chance von 10 zu 100. Toll. Und unser Sold beträgt dabei 500.000 Dollar. Also, wir machen uns jetzt auf dem Weg. Adios. Wünschen Sie uns Glück, Colonel. Hey Superman, hörst du auch das Geräusch? Oh Mist, eine Granate! Danny, schnell, spring aus dem Wagen! Ich danke Gott heute immer noch dafür, dass ich ein paar Monate später endlich in dem Stimmbruch gekommen bin. Ja, die Jugendsünden. Midwinter brachte es ein Jahr später noch zu einem nicht minder erfolgreichen Nachfolger, der sogar durchgehend die Redaktion begeisterte. Doch über diesen Titel werden wir ein andermal reden. Und ich höre lieber noch einmal in Hero Kids rein oder tu der Welt einen Gefallen und lösche es. Und der Retro Hunter spielt nicht nur durchgehend, nein, ab und an nimmt er sich auch mal ein Buch nicht nur in die Hand, sondern liest es auch noch. Und in der heutigen Ausgabe beschäftige ich mich mit dem Knopfklopfer, einem Buch von Volker Niemeyer und Ralf Dörr. Hier finden sich knapp 400 gesammelte persönliche Kritiken zu Spielen der 8-Bit-Ära. Neben persönlichen Erinnerungen zum Spiel gibt es auch die ein oder andere Anekdote, wie zum Beispiel ein Zitat aus der Anleitung zum Spiel Sesam, öffne dich für den Atari 2600. Öfen Sesame. Haben Sie schon einmal von der geheimnisvollen und exotischen Welt geträumt? Vermuten Sie, dass Sie, Ali Baba, ein tapferer, glücklicher Mann in Arabia, waren und Sie sind jetzt auf der Weg nach die Schatzkammer an die Bergspitze. Und da lästern Leute heutzutage über Online-Übersetzer. Das Schöne an Knopfklopfer ist, dass hier nicht nur auf die üblichen verdächtigen Spieletitel eingegangen wird, sondern auch der ein oder andere Titel, der einem heute gar nichts mehr sagt. Oder erinnert sich noch wer an Kampf dem Steinfresser oder Der Postmann? Knopfklopfer erhält man in jedem gut sortierten Buchhandel, Onlineshop oder hier beim Retro Hunter. Denn die Autoren waren so nett und stellten ein Exemplar für die Verlosung zur Verfügung. Und dazu müsst ihr mir nur schreiben, wie oft ich einen gewissen Firmennamen in der Gurkenkategorie nenne. Die Mail wie immer an info@retrohunter.de. Was hatten wir eigentlich schon lange nicht mehr? Stimmt, ein Spiel zu einem Kinofilm. Ja, und wer sticht da immer gerne hervor? Lin Incorporated. Und für alle, die jetzt am Gewinnspiel teilnehmen sollen, sollten ab jetzt genauer aufpassen. Ich mag Lin Incorporated. Moment, erstmal das Geschrammel da leiser. Nein, nicht nur, weil ich so unheimlich gerne Lin Incorporated sage, sondern weil diese Firma, also Lin Incorporated, die Gurkenkategorie vermutlich ein Jahr komplett füllen könnte. Schon bei T2 hatte ich mir vorgestellt, wie so ein Meeting bei der lieben Lin ausschaut. Auch hier wird sich vermutlich so alles angehört haben. Hey Jungs, welche Filmlizenz haben wir denn noch? Ah, Back to the Future. Okay, alles klar, wie immer, das Spiel darf nur minimal Ähnlichkeit mit dem Film haben, also geringer Wiedererkennungswert. Was glauben die eigentlich, uns da als Handlung präsentieren zu können? Ach, das können wir viel besser machen. Okay, also habt 3 Tage, naja gut, kommt 2,5 Tage Zeit. Also eins muss man Lin Incorporated ja lassen. Sie haben es ja schon fast zur Kunstform gemacht, Filmlizenzen an die Wand zu fahren. Natürlich gibt es auch mittelmäßige Spiele, aber mit so einer Ignoranz ranzugehen, gehört ja schon fast respektiert. Aber auch nur fast.
Back to the Future, hier die NES-Version, erschien 1989 und nicht zum Film 1985. Ich möchte das extra vorher betonen, da man 1989 grafisch sowie spieltechnisch schon um einiges weiter fortgeschrittener war. Schalten wir doch das Gedudel mal wieder ein. Ja, das geht die ganze Zeit so weiter. Man sollte dieses Spiel allein deshalb schon verbieten, da diese, es schmerzt mich schon fast, das so genau zu sagen, Musik der Beweis dafür ist, dass Videospiele die Aggressivität wohl fördern. Dieses Geschrammel 2 Stunden lang auf die Kopfhörer und jeder Boxkampf wird ein Gewinn. Aber spielen wir mal los. Wie steht es so schön in der Anleitung? Wie im Film muss Marty alle Ereignisse korrigieren, die er durcheinander gebracht hat, damit seine Eltern wieder zueinander finden. Und wer erinnert sich nicht an die Filmszenen, in denen Marty durch das Hill Valley der 50er hüpfte und jede Menge Wecker einsammelte oder die vermeintlichen Gegner oder Hindernisse mit Bowlingkugeln wegpulte? Ja, wo ist überhaupt Marty? Ich dachte immer, der wäre blond, klein und trägt eine orangene Weste. Also das Spiel ist hier schnell erklärt, man muss sich unter Zeitdruck durchschlängeln, um nach und nach die wichtigen Orte des Films abzuarbeiten. Mit den Weckern sicherte man sich Zeit, damit in dem bekannten Foto unten im Bild nicht immer die Familienmitglieder verschwinden. Nun kommen wir zu eins der Highlights in diesem Spiel, ja, den Zwischenleveln. Und die haben es wirklich, wirklich in sich. Also die Aufgabe ist es hier, Biffs Gang abzuwehren. Dies macht man in dem Eiscafé natürlich mit Milkshakes, die man an die Köpfe der Gangmitglieder werfen muss. Ja, und irgendwann fangen die auch noch an, sich zu wehren und das Ganze wird ziemlich hektisch. Ja, und wenn man es nicht schafft, die 50 Gegner wegzuhauen, tja, dann fängt man nicht einfach wieder von vorne an. Nein, man muss sogar nochmal die Laufsequenz, die vorherige, nochmal abarbeiten. Hat man das mit Glück geschafft oder einem Cheat-Modul, überrascht uns Lin Incorporated mit Abwechslung im Leveldesign. Denn man hat hier einfach ein paar Farben geändert. Den Vogel, ja eigentlich den ganzen Schwarm, schießt Lin Incorporated mit diesem Level hier ab. Ziel ist es hier zu verhindern, dass eins der Herzen von der Mutter einen erwischt. Und diese hält man natürlich mit einem Buch ab. Game Design hin oder her, aber das geht dann doch ein wenig zu weit. Vorne auf der Hülle steht, hilf Marty McFly die Vergangenheit zu reparieren, um die Zukunft zu retten. Ich glaube, er wäre bei Lin Incorporated verzweifelt. Das Spiel erschien glücklicherweise nie offiziell in Europa, weshalb es hier auch keine Tests in den deutschen Magazinen gab. Ja, und das war's auch leider schon mit der aktuellen Ausgabe von Retro Hunter. Ja, noch nicht ganz, denn wir haben in der letzten Ausgabe noch etwas verlost, und zwar eine Sega Mega Drive Collection Volume 3, und die geht an Patrick Möllenkamp. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, die anderen nicht verzagen, denn wir haben ja wieder was zu verlosen, und die ganzen Spiele, Tipps und Vorschläge, die mir gegeben worden sind, werde ich auch nach und nach mal abgreifen. Gut, der ein oder andere indizierte und beschlagnahmte Titel, nimmt's mir nicht übel, wird leider hier nicht vorkommen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn ihr noch was habt, info@retro-hunter.de, und wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe wieder. Macht's gut!